Willkommen zurück zu unserer heutigen Folge von Icarus. Und Alea ist low. Lonely ist die. I'm so lonely. Low, 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 lonely. You're my one and only. Lonely. Makes lonely. Me feel so blue. Also, das heißt ja übersetzt, ich bin einsam, 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 einsam. Ich glaub, einen. Ja, du bist die Einzige, die mich besoffen macht. Ja, das stimmt doch. Ja, das sagte, die mich blau macht. Die mich blau fühlen lässt. Also, kann eigentlich nur betrunken sein, ne? Ja, du kannst dann deine Flasche hier reinschmeißen. Guck mal, ich habe auch ein Bettchen gemacht. Ui. Wir brauchen noch vier Pfeiler. Vier Pfeile. Vier Pfeiler. Muss ich das noch was am Haus reparieren oder ist das gut? Mann, das ist ja repariert. Okay. So, ich stelle schon mal die Bearbeitung. Wo willst du das Silizium hin haben? Kannst du mitbringen? Nee, kannst du da lassen. Quatsch. Spring die. Wir bauen die Betonmischmaschine da auf. Beton? Beton. 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 Bretone. Bretagne. Nee, Bretone. Bretone und Lasagne. Das sind bekannte Gebiete in Frankreich. Ich dachte, Lasagne ist italienisch. Nee, ist französisch. Mhm. Deswegen nimmt man das in den Mund. Ja, genau. So. So, erste erledigt. Irgendwas ist passiert. Ja. Er hat eine Bearbeitungsbank gebaut. Er hat einen Baum gefällt, steht da. Genau. Ich habe eine Bearbeitungsbank gebaut. So, jetzt brauchen wir die Betonmischmaschine. So, jetzt mal aufpassen. 8 Seile. Ich brauche 8 Seile. 8 Nägel müssen noch da sein und 20 Barren. Die müssen alle noch da sein. 8 Seile habe ich. 8 Seile, genau. 20 Nägel, 8 Nägel. Ja, ich laufe nochmal zurück. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich glaube, ich bleibe da und ihr bringt das Zeug. Also einer bringt das Zeug nach hier. Ist, glaube ich, einfacher. 30 Nägel sind noch hier. Ja, also ich brauche irgendwie Nägel. Nicht 30, sondern, warte. Betonmischmaschine. 8. 8 Nägel, 8 Seile und 20 Eisenbahnen. Fallen lassen. Genau. Fallen lassen. So. Irgendwas fallen lassen. Ja, irgendwas. 8 Nägel habe ich jetzt in der Teich. Gut. Willst du noch schnell das Ding aufstellen, um zu gucken? Ja. Ja, mach das doch, wenn ich dabei bin, dann bringt mir das Zeug, dann komme ich so los. Ich baue das eine Ding, dann komme ich wieder zurück. Ach, warte, wir sind schon längst dran. Achso. Ihr dürft eigentlich gar keine kommen hier. Oh. Doch, die spawnen. So, wie macht man elektrischen Strom, ist die berühmte Frage. Müssen ja eigentlich Tier 4 Teile sein. Ah, Biospritgenerator. Das heißt, wir müssen Biosprit bauen.
Oder Solarzellen. Was brauche ich denn für Solarzellen? Oh, das müsste es gewesen sein. Echt? Solarzellen. Das ist der Generator einfacher, glaube ich. So. Die Teile brauchst du nur, oder was? Oder brauchst du mehr? So, ich guck mal. Also die hast du, ne? Ja. Ja, den Betonofen kann ich noch nicht brauchen. Das kann ich auch noch nicht machen, weil da brauchen wir Stahl für. Ne, dann reicht das erstmal. Die Teile brauche ich, dann kann ich schon mal das Wichtigste machen. Okay, das ist da unten, wo das Monster ist. Dann kann ich schon mal die erste Maschine bauen, den Betonmischer, und dann von da aus geht es dann wieder weiter. Wir brauchen auf jeden Fall Aluminium und Gold. Aluminium und Gold. Genau, Aluminium und Gold. Mhm. Wo Aluminium, ist das her? Gold und Kupfer. Ja, alles aus der Mine. Alles da. Ja. Oh, ich bring dir jetzt erstmal die Seile. Hast du die Nägel? Stopp, der braucht doch noch die Nägel. Wo bist du? Hier. Wo bist du? Yeah! Ich seh dich nicht. Ah, da bist du. Ah, okay. Das Ziel geht weiter nach Osten. Naja, vielleicht haben wir ja Glück, dass es in der Nähe ist. Ja. Nach Süden. Vielleicht haben wir ja Glück, dass es in der Nähe ist. Das Exotic-Zelt. Ich kann dir sagen, wo das ist. Möchte das aber nicht verraten. Okay, sehr schön. Ich kann jetzt in die Richtung laufen, wenn ich da abgebaut habe. Muss ich Lea holen? Ja, Lea ist hier. Hat doch eben noch eine Höhle gesehen. Ja, direkt unter mir ist auch noch eine Höhle. Nein, das meine ich nicht, aber ich hatte doch eben hier noch eine Höhle gesehen. Wo ist die hin? Ja, gegenüber von unserem Haus. Also Richtung. Welche Richtung ist das? Warte. Ja doch, eigentlich genau da, wo du bist. Weiter Richtung Südwesten. An der Wand. Ja, in die Richtung bin ich auch gerade gelaufen. Und da habe ich doch eben noch eine Höhle gesehen. Da ist auch eine Höhle. Ist weg. Ich mache mal die Steine rein und. Ach, da ist er. Jetzt habe ich sie gesehen. Steine und Holz mache ich rein. So, dann müsstest du eigentlich mit den Bauteilen, die du mitgebracht hast, die Betonmischmaschine bauen können. Sind schon wieder da, ne? Oder hast du die gar nicht. Doch, hatte ich. So, schenk dir was. Ich tue sie in die Maschine rein, genau. Und dann baut die Betonmischmaschine. Was? Ich soll was bauen? Betonmischmaschine. Soll ich bauen? Ja. Die Eisenbahn hast du vergessen. So, Mädels, ich mach Feierabend. Ich wünsche euch noch was. Okay. Feierabend, das ist lustig. Feierabend, ciao. Das ist schön. Tschüss. Ciao. Mach's gut. Ich kann gut singen, ne? Ja, herrlich. So, was war das? Was war Gold und Aluminium. Kupfer habe ich. Gold habe ich hier ganz viel. Kupfer. Titan. Kupfer. Kohle. Platin. Kupfer brauchen wir auch auf jeden Fall. Gold. Aluminium. Aluminium hab ich auch. Wie viele Eisenbahnen brauchst du? 20. Hoffentlich ist er nicht überladen. Man nennt mich jetzt auch Aluminiumklopfer.
dann Barren draus machen was? Kannst ja noch nicht. Du brauchst den Hochofen dafür. Und dafür brauchen wir die Betonmischmaschine. Platin. Iron. Platin, Kohle, Kupfer. Gut. Immerhin ein Stack Aluminium rausgeholt. Ja, Aluminium ist ja quasi 100 das Stack. Und mit Betonmaschinen bauen und dann direkt. Ja, wo baust du denn? Ja, hier in dem in der Bearbeitungsbank. Gehst rein mit F und dann hast du zweite Reihe, zweite von rechts, Betonmischmaschine. Und dann komme ich zu euch, was? Ich? Ja. Dann mach das Eisen rein, dann baue ich es. Nee, wir kommen zurück. Also ich habe ja auch ein Aluminiumvorkommen im Dings, aber dann können wir das Explotik nicht abbauen. Ja. Also für die nächsten zwei Sachen brauche ich insgesamt 32 Beton. Du kannst schon mal die nächste Mine suchen, Alea. Okay. Wo finde ich die denn? Ja, weiß kein Mensch. Deswegen heißt es ja auch suchen. Dann brauchst du das Gold und alles bei dir, oder was? Ja, ich baue den Hochofen hier im Haus rein. Oh, ich sollte mir jetzt zuerst mal meine Flasche holen. Hallo. Das solltest du machen. Jo. Also den Bohrer nimmst du mal mit. Und ich nehme mal den Sprit mit, ja? Oh, sehr viel Silikon, sehr schön. So. Das heißt, das eine Haus ist markiert. Das eine Haus ist quasi, wenn es jetzt von hier aus einfach weiter Richtung Wüste einwärts läuft, dann siehst du das direkt. Okay, dann das ist nicht zu übersehen, da läufst du quasi dagegen. Weil das ein bisschen vom Boden absteht quasi. Ich hab noch was Besseres, was du holen kannst, Alea. Das ist genau deiner Skillung sogar perfekt dienst. Ich brauche mehr Baumharz. Baumharz. Das heißt, es soll ein Stöckchen. Nicht Richtung Grün laufen, ne? Ah, da unten ist das. In die Richtung muss ich laufen. Warum ist das denn so hoch? Hast du Angst vor Tieren? Nee, das passt nicht. Anders war diese Steinformation halt genau die falsche Höhe hat, sag ich mal. Okay.
ruhig das Zeug in die Werkbank, ja? Das, Welches Zeug? Ja, das Aluminium, das Gold. Nee, das brauche ich ja hier. Der Hochofen kommt ja hier hin. Also du meinst jetzt hier in der Werkbank? Oder wo bist du jetzt hin? Ja, ich bin jetzt, in dem Haus, was du neu gebaut hast. Ja, nee, das kommt hier hin, der Hochofen. Wo soll ich die Stöcke reinpacken? In den Mixer und dann kannst du direkt Baumharz machen. In den Mörser, weißt du? In den Mörder. Ja, wo ist der Mörser denn? Da wie immer, hier vorne auf der Ecke. Ah, da. Soll ich dann das Exotik suchen oder? Ja. Oder brauchst du noch irgendwas, was ich. Ja, eigentlich noch eine Mine, weil ich bin sicher, dass wir noch nicht genug Gold haben. Ja, dann suche ich auf dem Weg, suche ich dann. Ja. So, pass auf, ich leg dir das ganze Zeug hier rein. Ja, also, in die Kisten meinst du, ne? Nein. In der Werkbank. Jetzt in die Kiste. Okay. So, in die hintere Kiste. Alles klar. So, dann guck ich mal kurz. So, 12 Stahlbahnen an 8 Seile. Okay. In dieser Richtung. Alles klar. Essen habe ich bei. Ich besorge mir dann direkt noch Leder, ne? Dann kann ich da auch eine Hütte, einen Schlafplatz bauen, richtig? Genau. Das klingt wie ein Plan. So, ich müsste jetzt eigentlich alles für den Betonhochofen haben. Stahl, Epoxid, Beton. Also direkt am Haus war noch eine Höhle, ne? Da geht's ja runter, richtig? Genau, da drunter ist noch eine Höhle, aber da ist nichts drin, da war ich eben schon drin. Okay. Lea? Ja. Du kannst doch Holz holen. So ruhig so 500 Einheiten oder so. Okay. Holz? Holz.
brauche ich noch. Betonofen habe ich. Jetzt brauche ich noch den Bio-Dings da. Da brauche ich jetzt Stahl für. Okay. Würde ich dir eine Höhle markieren? Ja, gerne, klar. Das blaue ist die Markierung, wo die Höhle ist. Okay, super, danke. So, Betonhochofen steht. Muss nur aufpassen, dass mich das der Riesenwurm da nicht killt. Ja, da muss ich vorbei. Okay. Ich sehe das ja so schön auf der Map, wo der ist. So. Blöderweise da, wo die Bäume sind. Stahl. Kupferhammer. Hammer? Hammer, Stahl braucht man, dafür brauche ich noch Kohle. Connect. Ja, Verbindung ist gerade lost. Alles andere läuft noch, liegt also bei. Genau, da ist sie wieder. Liegt also bei. Beim Provider. Die Antilope hat meinen Baum weggeschleudert. Ja, sind die Antilopen schon mal. Ah, hier ist auch noch Gold. Titan ist das. Jetzt wieder ein Sturm, ja? Ja, ja. Sollen wir auch verarschen, oder? Jetzt machen wir die nächste Höhle, wa? Auf. Ist auf jeden Fall mittelschwerer. Die höchste Lebensenergie kriegst du ja, wenn du in den Dings bist. Und so wie ich das jetzt kenne, findest du noch nicht mal eine Höhle in der Ecke. Wo bin ich denn jetzt? C. Das heißt, wenn ich hier rumlaufe. Muss ich eine Höhle finden. Blöd, ich sehe auch nichts mehr. Also scheiße an den Stürmen, das ist wirklich extrem, wie die Sicht das. Ich sehe ja auch mehr. Irgendwo Stein reinklopfen kann. Ja.
nochmal kurz Stahl und dann geben wir das in die Schmelze. Und dann haben wir im Prinzip auch Schrauben und sind damit bereit für die nächste Maschine. Bis dahin verabschiede ich mich schon mal bis morgen in die Folge. Bis dann.